Termin, ihr lieben Leute. Heute mal ein bisschen anders. Wir sind hier beim Adrian daheim mit Mike und auch mit Niklas und wollen mal ein bisschen Supermoto fahren. So, ist heute der letzte Tag. Letzter Tag, wo das Moped hier auf Supermoto ist. Und ja, einfach ein bisschen Spaß haben. Hat leider ein bisschen geregnet vorhin, aber wird schon geil werden.
Was ist? Das ist da, wo Niklas hin will, das ist so eine Ruine. Maul. Genau auf den Nagel. Boah, krass, wo geht's denn hier hin? Okay, dass das einfach so random einer hinter der Tür steht. World's first Kennzeichenschleifer in einem Bunker? Das scheiße, oder schalte doch nach. Mach mal an, mach mal aus. Du hast dein Mobile überhaupt senkrecht hier rein. Ja, ich bin eben nur da angestoßen. Komm, World's first Kennzeichenschleifer im Bunker. Film mal mit Handy. Muss nochmal. Da wird man total schnell. Und man hat keine Orientierung. Die Türen, ey. Zeig mal. Thank you.
gar nicht, was du hast. Ich hab keinen Regen. Es regnet doch aber gar nicht. Ey, es regnet nicht. Ist aber nass. Nee. Oh, wow. Guck mal. Nur anmachen einfach mit dem E-Shutter. Ja. Und jetzt an. Mach an. Komm. Haben Sie versucht, das Gerät neu zu starten? Das ist halt wie bei einer Katze, die hat 7 Leben. Dein Moped hat 5 Umfaller, das war der 5. Verbremst und bin in den Luft gerutscht. Geht's hier nach Narnia? Yeah.
Pimmelt euch da nicht ein, Mann. Du kannst mit dem VW-Bus durchfahren. Ich sehe mich so. Ich würde echt mit dem Bus liegen. Durchfahren. Hä? Da würde ich mit dem Bus eher durchfahren als mit dem Supermoto. Mit dem Supermoto? Aber da vorne kann man doch auch. Nee, jetzt fahr doch, Mann. Meine Fresse, ey. Papa. Und jetzt? Mach doch du. Ja. Der Traktor abgewürgt.